zum Alpha hingezogen hat mich einfach die Tatsache, dass ich irgendwann vor einer neu lackierten Giulia stand, wo der Chromgrill schon eingebaut war, die noch zu Ende gebaut werden musste. Und das wurde dann auch mein erster Alpha. Das Fahrzeug ist mir innerhalb von 2-3 Jahren weggerostet, weil es nicht richtig gemacht worden ist. Wir restaurieren historische Fahrzeuge mit einem Schwerpunkt auf Alfa Romeo. Und dabei bauen wir sowohl Straßenfahrzeuge als auch Rennfahrzeuge auf. Die Erfahrung, die wir im Motorsport gesammelt haben mit den Alphas, die kommt uns schon auch beim Bau von den Straßenfahrzeugen zugute. Wenn wir damit 3 Stunden am Stück Langstreckenrennen fahren, dann hält das auch im Straßenauto. Technische Perfektion und Details ist was, wofür ich mich begeistern kann. Also mir ist das wichtig, dass diese Sachen richtig gemacht werden, damit ich sie nur einmal mache. Blech instand setzen. Das ist für mich, wo ich sagen kann, ich bin dort angekommen, wo ich hin wollte. Weil ich es einfach fantastisch finde, wenn da eine verrottete Karosse vor dir steht und wenn du 3/4 Jahr später fertig bist, dass die Karosse, wenn sie hier rausgeht, besser ist als das Original. Wenn ich ein Fahrzeug baue, steckt da in jedem Teil mein komplettes Herzblut drin. Ich sehe das als Gesamtschaffung. Erstens finde ich, dass es die Fahrzeuge verdient haben, aber natürlich auch im Sinne des Kunden, weil ich mir natürlich wünsche, dem ein hundertprozentig perfektes Fahrzeug übergeben zu können und der dann auch glücklich damit ist. Ich finde, besonders macht uns, dass wir wirklich so wenig Leute sind und so Großes schaffen. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass wir oft aus nichts wirklich ein Goldstück machen.